Elias Döner gegen Shirin David gegen Mustafa vs. Underdog. Der beste Chicken-Gemüse-Döner Berlin. Holle, bitte, trust in yourself. Seitdem du diesen einen Döner aus, was war denn das? Aus Stuttgart, wie hieß der Döner aus Stuttgart? Seitdem du den wirklich so hochgehypt hast, da habe ich wirklich das war ein Vertrauensbruch. Und schön, dass ihr am Start seid. Zu der äußerst wichtigsten Döner-Mission. Ich mein's ernst. Mir brannte das schon. Rühren war mehr als ein Döner, so geil. Keine Ahnung was. Wir müssen den besten Gemüse-Döner in Berlin küren. Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gemacht habe. Und da ziehen wir vier Schwergewichte direkt mit in dieses Battle. Das sind zum einen Superhahn von Shireen David, der Lieblingsdöner. Wir haben Eddies Gemüse-Kebab, wir haben Mustafa, die Legende. Und zum Schluss zum Finale noch Ruyam von Elia. Die sind alle nicht schlecht. Ich muss sagen, fairerweise, ich habe Eddies Gemüse-Kebab habe ich noch nicht selber gegessen. Viele sagen, der soll sehr, sehr gut sein. Bruder, Superhahn, Shireen David, bitte, halt den Ball flach. Ich sag's dir jetzt nochmal unter uns. Wenn das der beste Döner, der beste Gemüse-Döner aus Berlin ist, Shireen David, real talk, das ist niemals. So, bei Mustafas Gemüse-Kebab, der ist auch gut, bisschen overhyped, meiner Meinung nach. Schmeckt, ist aber ein guter Döner. Und Eddies habe ich noch nicht gegessen. Das ist die Nummer 1. Denkt an die Kommentare, an den Daumen oben, den mir so richtig bitte knallen lassen, dieses Video, damit das Video viral geht. Und jetzt testen wir erstmal den Superhahn. Unscheinbares Ding, wie immer. Da hat das Faustdick in deinen Ohren. Der hat schon seinen speziellen Charakter, aber geil. Der hat mir auch wirklich gut das letzte Mal geschmeckt. Also warten wir mal. Holle die Wald für was da jetzt uns erwartet. Achmed ist auch dabei. Ja, Mann, was geht? Jetzt werden wir den erstmal testen. Wie bitte? Shireen David oder wie die heißt. Die war auch hier, ne? Ja, die hat gesagt, bester Döner der Welt. Das nimmt man nicht leichtfertig in den Mund. Also wirklich, das heißt schon was. Wie der schön aussieht von außen. Guckt euch mal den Spieß an. Der ist knusprig, ne? Richtig schön knusprig. Ein fleischgewordener Traum. Ja, dann nehmen wir einen Gemüsedöner. Hast hier noch Justin Bieber, Rambo und Contra K. Und Samra, die haben sich hier mit eingekauft, du. Schön mit Messer, das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Der weiß, wo er ansetzen muss, der kann die Dicke des Fleisches bestimmen. Der macht mir das knusprige Fleisch jetzt runter, nicht an den anderen Stellen, wo es noch nicht knusprig ist. Den Falafel vom Montag habe ich noch nicht gegessen hier in Berlin. Feinheiten. Ich bin nicht der größte Falafel-Fan, muss ich sagen. Sind. Was ist so angeht, wirklich, ich habe nicht lecker, ja, aber ich in aller Munde. Eher kann man einfach so sagen, in Berlin ist das wirklich schon on top und ich weiß, dass die krank sind. Eigentlich habe ich keinen Hunger, ne? Sonst hätte ich jetzt hier ein Problem. So, welche Soße darfst du? Achso, ich würde Knoblauch und Schaf nehmen. Ich gebe dir 40 Sekunden. Ich muss den Chat wieder ausmessen, ich schwör's dir, ich merk das. Wir haben zu viele Subs. Soll ich eben okay, drauf sitzen sehr gut, und Senfzahl oder, ja? Ach, jetzt okay, perfekt. So, Leute, mal. Guckt euch das meiste weg an. 6 Euro, Digga, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich weiß nicht, aus welcher Zeit ihr kommt. Früher, ohne Spaß, als ich noch jugendlich war, da hat ein Döner teilweise 2,50 Euro gekostet, Chat. Geisteskrank. Das liegt halt daran, ja, 2,50, 3 Euro, 3,50, das war so Standard. Es liegt halt wirklich auch, es ist nicht mal so unbedingt ein Vorwurf an die Läden, sondern es wird halt alles teurer. Tomaten werden vielleicht teurer. Oder das Brot im Einkauf ist teurer. Oder der Käse. Alles wird teurer. Hatten wir gestern das Thema, aber die Gehälter gehen nicht hoch. Schmecken wie Chips, Frischchips. Schmecken wie Chips, ja. Wie diese kleinen Stangen, die Sticks von Chips, Frisch. Ich sag ja, Mann. Wild, wild, wild. Also er hat mir einfach mal jetzt eine andere Soße drauf gemacht. Also er hat gefragt, ich habe gesagt Knoblauch und Schaf. Er hat mir gleich Curry draufgehauen. Aber ist nicht schlimm, ich mag Curry auch. Curry. Ich finde hier bei den Soßen eben manchmal geil zu variieren, finde ich jetzt nicht so wild. Soll ich euch sagen, falscher Ehrgeiz bei dem Döner? Variieren. Was ist falsch? Erstens Curry, Quatsch. Was ist falscher Ehrgeiz? Digga, er hat den viel zu groß, viel zu groß. Das machen die voll oft. Ich muss sagen, muss ich auch manchmal Rüham in Kritik nehmen. Ich krieg keinen normalen Döner mehr bei Rüham. Immer wenn ich zu Rüham gehe, dann begrüßen die mich, die kennen mich da mittlerweile. Die machen mir dann extra viel Fleisch, extra viel von allem. Das ist aber gar nicht gut, weil dann kann ich den Döner nicht vernünftig essen, weil alles rausfällt oder am Ende dann geht der kaputt, der Döner. Das ist manchmal falscher Ehrgeiz. Nee, ich hab's nicht so wild. Direkt die Zitrone, bam, Dill, bam. Aber wirklich schon gut, ne? Currysoße bei einem Döner.
Pommes gehören dazu. Ich habe zum zweiten Mal auf was draufgebissen. Irgendwas Hartes, das gehört da nicht rein. Das muss ich einfach so sagen, aber ich blende das aus. Das war irgendwie sowas wie Sand oder so. Muss man einfach sagen. Er riecht unglaublich bis hierhin. Also sehr stark mit den Soßen am unten, wo alles verläuft. Das Feeling hat man komischerweise gefühlt früher in jedem Döner gehabt. Mit diesen Soßen unten, dem Fleisch, das Fett. Das ist echt gut, Mann. Geile, scharfe Soße, Mann. Oh, und diese Soßen kommen wieder unten. Bam, diese krossen Pommes. Oh, wir haben noch gleich ganz drei Dinger vor uns. Ach, lange überlegen, Leute. Ihr wisst, wie ich eben gestruggelt habe, Mann. Ich gebe eine 8,3. Ich gebe eine 8,3 doch. Und jetzt aber geht's zum nächsten Döner. Okay, er fährt jetzt zu Mustafas, Meringdam. Niklas, Leon, Lodges und Jascha, danke für die Subs. Mir ist gerade Stein in die Hose gerutscht. Das heißt doch gar nicht so, ne? Also die anderen sind vor 1000 Meter Schlange, Mann. Wir waren so gut in der Zeit. Bei Superhahn keine einzige Person, doch zwei. Hier so eine Schlange. Dann muss er doch beinahe besser sein, Mann. Also das ist mein erster Gedanke, so auf dumm gesagt. Ich verarsche ihn jetzt. Pass auf, ich verarsche ihn. Ich sag, hatten wir telefoniert? Das wird passen. Ich krieg uns, Ahmed, ich krieg uns. Moin, mein Lieber. Hatten wir telefoniert? Wäre es wegen dem YouTube-Video? Nein. Habt ihr mehrere Läden? Nein. Habt ihr nicht? Habt nur diesen, ne? Ja. Ach so. Wir wollten nur einen Döner für YouTube machen im Video. Geile Werbung für euch. Wie? Top-Werbung? Ja, ich mach für euch ein Video. Was müsst ihr mir zahlen dafür? Ihr, gar nichts. Ihr müsst nur... Aber wieso machst du Werbung für uns? Mach von außen. Von außen kannst du machen, was du willst. Geil. Denkst du, alles gut. Denkst du, wir können einmal hier vorne uns... Frag mal. Wenn du uns fragst, wenn die okay sagen... Ehrlich? Okay. Bist du Mustafa eigentlich? Ja. Du bist Mustafa. Ja. Du bist ehrlich Mustafa? La, ja. Das ist der Besitzer. Das ist der Besitzer, der Erfinder. Das ist der Allerechte. Der Mann hat's gemacht. Das war Mustafa, Leute. Ich fühle mich gerade, als hätte ich David Beckham gesehen. So macht man das, oder? Habt ihr gehört? Wie ich ihm Zucker um den Mund geschmiert habe? Honig? Was habe ich mit den Sprüchen heute schon wieder? Wir bestellen einen und dann kommt das Urteil. Wollte uns nicht vorlassen. Und das finde ich irgendwie geil. Er sagt, wir müssen die Leute fragen, ob wir vor dürfen. All die Ehrenmänner haben, bringen uns jetzt Döner mit. Aber klar, die Einladung, muss ich dazu sagen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Also wir müssen kämpfen. Hier Mustafa behandelt alle Leute gleich. Wie Ronaldo auf dem Platz ist er hinten im Dönerladen. Bam, jede Bewegung sitzt, wisst ihr? Okay, da muss ich mal ganz kurz vorbeischnuppern, nur ganz kurz. Oh, er hat's! Und verlangt Geld. Hat er den Ring geholt? Mast Schummels mit Atomuhr. Er hat sich den Ring erkauft. Der dribbelt dich aus am Dönerspieß. Ihr müsst es mal Daddy sagen, Daddy. Weil ich bin ja raus aus diesem Bruchding da. Also die haben ja noch ihre Gilde. Ich weiß nicht mehr, ob es die Gilde gibt. Aber Daddy regt sich immer richtig auf. Ihr müsst es mal Daddy sagen. Daddy verliert bei sowas immer seine Nerven. Guckt euch die Kollegen an. Ich nehme nochmal für euch das Papier weg. Knister, knister, Knäuschen. Was haben wir hier im Häuschen? 50er Fässer an Gegner. Guter Döner, Real Talk. Mustafas Gemüsekebab, echt ein guter Döner, muss ich sagen. Aber das Problem ist, das ist auch bei allen anderen Sachen so, die du so hochhypst, du erwartest so krass viel. Bei Rüham ist es mittlerweile auch so. Oder wenn du, keine Ahnung, Konzert von irgendjemandem. Wenn viele Leute darüber reden, dann erwartest du so viel. Aber nur, wenn man nur den Geschmack bewertet, echt ein guter Döner. 7 Euro? Boah, 7 Euro ist krass. Was bei dem direkt auffällt, das Fleisch an sich ist noch geschmackvoller, wenn du mich fragst. Hähnchen ganz anders im Biss. Etwas dicker, merkst du diese Konsistenz so zum Durchbeißen, wisst ihr? Unten wird das stark. Aber nicht stark genug. War doch stark genug, Mann. Oh. Hallo. Da haben dich gerade Blicke getroffen, habt ihr das gesehen? Ja, die dachte, du willst sie belästigen. So, original so. Ich will auch einmal fairer Döner, will ich einmal testen. Ja, das ist die Realität. Und schönes Stück Hähnchen gerade gekriegt. Undankbar für seine Währung. Schade, Mustafa, sorry. Scheiße, hab ich so schön abgekackt, Leute. Warum hab ich Klopapier in der Hosentasche? Ins falsche Loch gedrückt, denn. Also, Mustafa macht Elias und Lazo, danke für die Subs. Das ist diesmal für mich. Mit Augenzwinkern. Ich vergesse mal das komische Stück Hähnchen da drin. Hab auch schon gesehen, der Spieß war nicht ganz kross. 7,9 gibt's für den Mustafa von mir. 7,9. Das wird eng auf den letzten Metern. Jetzt kommt Eddies Mann auch. Das ist auch Lukas Lieblingsding, wo er sagt, kommt nichts an. Grüße an dich, Lukas. Ach nee, das sollte nicht an dich sein. Das kam zu weit. Den habe ich noch nie gegessen, Eddies. Ich habe das aber jetzt auch schon öfter gehört. Muss ich schmecken. Lukas. Weiter zum guten Eddie. So eine B***e, sage ich euch. Eddies Gemüsekebab hat auf Montag zu, Mann. In Berlin habe ich da nicht mit gerechnet. Jetzt muss ich für den anderen Tag und für den einen Döner hier hinkommen.
Leute, wir sind direkt jetzt hier am Start. Ihr wisst, anderer Tag, weil letztes Mal hatte Eddie zu. Ihr hattet am Montag zu, ne? Montag nie. Nee, ehrlich nicht. Bei Google steht geschlossen. Ja, steht bei Google. Das müssen wir noch ändern. Ehrlich? Ja. Nein, wir sind nach Hause gefahren, Mann. Wir sind nur für dich hierher und dann nach Hause gefahren. Du musst uns heute den besten Döner machen, weil wir haben eine Mission, Eddie. Also ich bin nicht Eddie, ich bin Eddies Bruder. Egal. Pamphylia Döner, nicht so gut meiner Meinung nach, aber Pamphylia, das Fleisch ist da gut, aber der Döner overall geht, ist lecker, aber sag ich auch. Du musst da, aber da ist voll lecker, so Adana und so ist da sehr lecker. Egal, aber... darf ich Eddie sagen trotzdem, ne? So, weil das kommt gut fürs Video. Und braucht ihr nicht mit Gala oder Besiktas? Wirklich, es ist mir Pumpe. Du bist Pumpe. In der Top 4 Auswahl, man spricht, man redet, du bist in aller Munde, auf der Straße. Wir haben hier nur Döner, wir haben hier keine Pizza, wir haben hier keinen Börek, wir haben hier nichts. Weil wir haben uns auf eine Sache konzentriert, spezialisiert und die machen wir dafür richtig. Na, schlau. Das ist Butter mit bestimmten Kräutern. Nein, das ist geil, Eddie. Das wird vorher schön eingeschmiert, da sind noch ein paar Sesamkörnchen mit bei. Das wird erstmal kurz, damit das Brot schön richtig lecker wird. Habt ihr Sesamkörnchen sogar mit drin? Alles mit drin, Digga, alles mit bei. Geil. Guck mal, das hier. Ich habe hier einen Gewürzhändler, den habe ich dieses Rezept gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich möchte das und das in dieser Menge zusammengestellt haben. Der bringt mir das hier alle zwei Monate einmal in Kartons. Oh. Das habe nur ich. Geil, Mann. Was kostet Döner eigentlich bei dir? 6 Euro kostet der Döner, aber wir haben Hochzeit auch ansteigen. Du weißt ja warum, denke ich mal. Ja. Wir verdienen jetzt weniger als vorher. Ist so, ne? Wir erhöht. Also seid mir nicht sauer auf die Dönermänner da draußen. Wenn es wieder günstiger wird, wird es auch wieder günstiger. Wir sind ja nicht darauf aus, Millionen zu werden. Ist das ein Versprechen? Ist das ein Versprechen, auf jeden Fall. Es kostet alles halt mehr, ne? Im Einkauf kostet es mehr. Ich kann es sogar sagen, Chat, ich bin auch Unternehmer, ne? Ich kann nicht sagen. Vita Welt kostet für uns im Einkauf, Himbeere ist für uns teurer. Aber es macht ja keinen Sinn, alles gleich zu lassen. Also das kommt wirklich darauf an, die Himbeeren für uns sind teurer zu bekommen als noch vor einem Jahr. Das ist aber nur bei dem Geschmack Himbeere so. Das ist ganz komisch, Digga. Das ist halt wirklich so. Habe ich noch nie gegessen. Kann ich nichts zu sagen. Sieht aber gut aus. Let's get it deep, let's go. Eddie, mein Lieber. Vom Fleischfeeling, ich glaube, das Beste. Da ist dieses typische krosse Hähnchen von außen, was man kennt. Als wäre da noch die Haut drauf so gefühlt. Dieses Feeling, ihr wisst, was ich meine. Merkst auf jeden Fall die Zitrone, beziehungsweise den Mette hat er, glaube ich. Hätte ich sogar ein bisschen dezenter gemacht. Da war gerade ein Feeling, aber das geile Feeling, dieses Pommes-Feeling. Bei uns war es damals im Freibad als kleiner Junge mit dem geilen Pommes-Gewürz. Und das war gerade ein Biss, wo du dieses Pommes-Feeling da drin hattest, aber auch übertrieben heftig. Süße durch das Gemüse. Markus, das Ding, Mann. Und obwohl die da ihr Maggi-Spray drauf machen, aber es ist dezent. Es ist nicht, dass es dir komplett wegklatscht. Es ist echt komplett im Rahmen. Das ist bitter, Leute. Ich muss jetzt in mich gehen. Wir haben das Video schon zu Ende abgedreht, sage ich euch ehrlich, weil das ja am anderen Tag ist und ich wusste nicht, ob ich... Diese Preisexplosion bei den Energien einfach nur zum Kotzen, ehrlich. Bezahle für eine kleine 60 Quadratmeter Wohnung über 200 Euro im Monat nur für Strom und Heizung. Boah, das ist auch hart. Ob ich das schaffe? Ich muss es auf Krampf am Schluss einfach stumpf mit reinschneiden in die Bewertung, wo ihr eigentlich die Endbewertung kriegt, Produktion ist auch gestiegen, noch einen Einfluss nimmt am Schluss. Es geht also nicht. Alles wurde teurer. Das Video. Google hat eingeschissen, der hatte gar nicht zu, als wir letztes Mal da waren. Ja, unglaublich. Wir sehen uns jetzt erstmal. Aber wir haben so viel produziert, dass es jetzt so schlimm ist. Also, wären wir hochgegangen mit dem Preis, dann kommen wieder... Aber wir werden auch irgendwann wieder hochgehen müssen. Es geht irgendwann nicht mehr. So, und jetzt sag mir was. Leute, jetzt kommt das Finale. Seid gespannt. Moin Jungs. Habt ihr schon gegessen gerade? Ja, hab schon gegessen. Ja, und was sagt ihr? Geil? Ich sag dir ehrlich, war gut, aber war ein bisschen salzig. Bisschen salzig? War ein bisschen salzig. Ja, die machen viel zu viel. Und, ne? War ein bisschen zu viel Soße. Soße? Ja. Soße ist geil. Ja, viel zu... Ja, war schon gut, war schon trotzdem gut. Okay. Und was sagt ihr? Todeslecker. Ja, ist schon gut. Sandwich, es war richtig geil. Ich schwöre, die Lügen, er meinte, hat nicht geschmeckt. Nein, guck mal, ich bin ehrlich, heute war nicht der beste Rührer am Döner. Ja, also es gab's bessere, aber war gut. Jungs, ich danke euch, ne? Ich danke euch. Jemand noch eine Ex-Freundin, die er dissen will? Jetzt ist es Emma, sie ist Emma. Nein, Sarah. Nicht Sarah, Mann, du hast sie betrogen, Mann. So Leute, mal kurz außer der Reihe. Bisschen eskaliert alles. Wir gucken mal, jetzt geht's zum Rührendöner. Hier ist aber mächtig was los, ey. Aber es scheint schwankend zu sein. Ich höre mal wieder letztes auch beim Kollegen Franklin Video. Schlotte spielt heute mit, Schlotte spielt mit Among Us. Heftig und einmal komplett Katastrophe. Grüß dich, Franklin. Grüße gehen raus. Alle abonnieren den Jungs. Scheiße, heute ist zu viel Musik. Wir hauen direkt die Schnitzel rein. Achmed und Filmi, gib mir den Beat. We'll be right back.
war gestern erst bei Rüyam. Och, so ein guter Döner-Chat. Ich sag's euch einfach. Ist einfach so. Also, Rüyam ist der beste Gemüsedöner, den ich persönlich in Berlin gegessen habe. Ich habe aber natürlich auch nicht alle gegessen. Aber wirklich viele, die ich da hingeschickt habe, sagen auch, das ist auf jeden Fall einer der... Ich will nicht die Superlative mit der Beste, aber viele sagen, es ist einer der Besten. Sehr viele sogar der Beste. Muss man so sagen. Standarddöner. Ich finde den Yorkstraße sehr gut. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wie der heißt. War ein Brett, bin ich ehrlich. Siehst du, ich schreibe sogar Korrekt. Korrekt ist immer. Döner wie gemalt. Ich wusste, unmöglich. 5,30 Euro und der günstigste, glaube ich, in der Liste. Er hat noch gesagt, sowas wie diesen Döner habe ich noch nie gegessen. Zitrone oben drauf, wie gehabt, immer bei diesen Gemüsedönern. Mhm. Käse drauf. Das fühlt sich so geil an, Mann. So knusprig, als wäre wirklich nur außen die allerdünnste Schicht, so Blattpapier, ganz hart angerüstet. Darunter ist es wieder weich. Die Berliner Soße mit diesem Kräuterknoblauchstab macht mich fertig. Brot wirklich on point, Mann. Mit Abstand das beste Brot. Ist für mich direkt auch der frischeste Döner irgendwie. Das ist ein Kunstwerk, sei mir ehrlich. Deutlich stärker als letztes Mal, als ich hier war. Diese Deftigkeit durch dieses Frittierte, auch dieses Gemüse. Boah, das ist so ein starker Döner, Leute. Das ist dieses weiche, frittierte Gemüse. Das ist was irgendwie natürlich knackig ist durch das frische Gemüse drin. Hast du das Fleisch, was so ein Mittelding ist vom Biss. Du hast da alles drin. Kann ich euch jetzt sagen mit gutem Gewissen. Der beste Gemüsedöner in Berlin ist für mich Eddie. Mit 8,5 von 10 Punkten. Ich sage dir auch warum oder ich sage euch warum. Weil das Fleisch am besten geschmeckt hat. Alles. Das kann, ich habe den noch nicht gegessen, ne? Ich muss den unbedingt mal essen. Aber ich vercheck das nicht. 8,5. Digga, Holle hat schon Döner eine 9 gegeben. Also wirklich, wo ich mich wirklich frage, wow. Aber ich muss den essen. Das haben jetzt echt schon sehr, sehr viele drumrum gesagt. Drumrum kann sich rumdiskutieren. Dass der sehr gut ist. Rüyam war knapp darunter mit 8,4, schreibt er. 100 Jahre überlegen, so, dabei den einen war das, das war der anders. Aber der Fleischgeschmack von der Crossheit, vom Feeling, das Beste. Das ist der Fleischmeister. Ja. Darf ich dich zum Sieger krönen mit dem Dönermesser? Du warst essen, Jörg. Ja, bitte, ja. Danke, Jörg. Das freut mich, ja. Super. Ich gebe dir mal die Faust dafür. Gerne, Digga. Vielen, vielen Dank. Ja, jederzeit wieder willkommen. Schön, dass ihr da wart erstmal. Und wir erwarten euch natürlich auch hier bei uns gerne zum Essen, zum Probieren. Ja. Und wir erwarten vielleicht von euch ein... Daumen hoch, ein Kommentar. Ich muss den mal essen. Wo hat Holle... Holle ist, ich glaube, der beste Döner, den Holle bewertet hat, war Ferhat Döner in Österreich. Den habe ich auch noch nicht gegessen. Ich glaube, das war Holles bestbewertester Döner. Ich glaube, den hat er 9,7 oder so gegeben. Den habe ich noch nicht gegessen. Eldos war da und Eldos meinte, war nicht so lecker. Das Problem ist, bei so Essenssachen, das ist halt auch alles Geschmack, ne? Das ist alles Geschmackssache. Wenn es den einen schmeckt, schmeckt es den anderen nicht. Was willst du machen so bei Essen, ne? Du kannst halt die Mehrheit, es gibt halt so die Mehrheit, aber wenn es den einen nicht schmeckt, dann ist es halt so. Was willst du dagegen machen, Bro? Everything has changed. Every day.